Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen neuen Car Duplication Glitch zeigen. Ja, leider ist dieser Car Duplication Glitch nicht solo. Dafür benötigt ihr aber keine persönlichen Kennzeichen. Das heißt, alle Kopien, die ihr stellt, das werden alle saubere Kopien. Ja, was benötigt ihr für den Glitch? Wie gesagt, ihr benötigt auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Ebenso benötigt ihr einen Nachtclub mit entweder einer Terabyte oder einem Speedo drin. Ebenso benötigt ihr noch eine Arena-Werkstatt. In der Arena-Werkstatt muss sich dann das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Im besten Fall halt ein Winnie Easy, komplett aufgetunt. Und ja, ebenso benötigt ihr dann noch Elegies in irgendwelchen Garagen. Ebenso benötigt ihr noch eine MOC mit. Und ja, wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Fordert euch einfach zunächst irgendein Auto aus irgendeiner Garage an. Welches Auto ist, ist völlig egal. Das Auto geht auch nicht verloren. Lasst euren Freund einmal einsteigen. Fahrt dann mit eurem Freund einmal ins Casino-Parkhaus rein. So, im Parkhaus drin angekommen, lassen wir unseren Freund wieder einsteigen und unser Freund bleibt jetzt die ganze Zeit einfach im Auto sitzen, so lange, bis wir ihm Bescheid sagen, dass er wieder aussteigen kann. Mehr muss der Freund auch nicht machen. So, was wir jetzt machen ist, wir begeben uns jetzt einmal zu unserem Nachtclub. Entweder macht ihr den Job-Teleport, ansonsten könnt ihr euch auch mit irgendeinem NPC-Auto fortbewegen, aber nur kein persönliches Fahrzeug anfordern, ist wirklich ganz wichtig. So, seid ihr bei eurem Nachtclub angekommen, geht ihr entweder in die Terabyte-Garage oder in den Lieferanteneingang, steigt dann in den Speedo oder in die Terabyte einmal ein, dann Steuerkreuz nach rechts drücken, dann werdet ihr merken, dass ihr gefreezed seid. Wir drücken dann einmal auf Options, dann wieder auf Kreis, dann können wir wieder aussteigen und begeben uns als nächstes zur Arena. So, sind wir jetzt bei der Arena angekommen, dann öffnen wir einmal das Interaktionsmenü, fordern einmal unsere MOC an. Wurde die MOC dann geliefert, begeben wir uns einmal in die Arena-Werkstatt. Dort in der Arena-Werkstatt begeben wir uns zu dem Auto, was wir duplizieren wollen. Ich habe jetzt hier leider keinen Easy, deswegen dupliziere ich jetzt einfach den Scramjet, um es euch einfach zu demonstrieren. Einfach in das Auto einsteigen, Steuerkreuz nach rechts drücken, um in die Tuning-Werkstatt einmal zu fahren. Dort angekommen, einfach irgendwas Günstiges am Fahrzeug ändern. Und anschließend die Arena einmal verlassen. So, seid ihr jetzt draußen angekommen, ruft ihr einmal euren Mechaniker an und fordert euch irgendein Elegy aus irgendeiner Garage an. So, wir warten jetzt ungefähr so 6-7 Sekunden, sagen an unserem Freund Bescheid, dass der aus dem Auto aussteigen kann. Und wenn euer Freund aus dem Auto aussteigt, werdet ihr sehen, dass sich das persönliche Kennzeichen ändert. Ja, wir begeben uns dann jetzt einfach zur MOC, fahren dann einmal hinten rein. Wenn jetzt noch ein Fahrzeug drin stehen haben solltet, einfach die Meldung voll annehmen. Und jetzt haben wir schon die erste Kopie abgespeichert. Ich kann es euch jetzt einmal zeigen. Ich fahre mal wieder zurück in die Arena-Werkstatt. Werdet ihr sehen, hier vorne steht das Original und hier steht die Kopie. Und ja, wenn ihr euch jetzt das nächste Auto erstellen wollt, dann wiederholt einfach die gleichen Schritte wieder von vorne. Das heißt, ihr beginnt wieder beim Casino, vor Auto anfordern, euren Freund einsteigen lassen und die ganzen Schritte einfach wiederholen. Und ja Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.